Ja, Alter, ihr bei Prince of Persia in die Leere schicken wäre vielleicht gar nicht so dumm. So, da unten, der Typ, der hier schon die ganze Zeit sabbelt, den sollen wir mal belauschen und dann eins aufs Gesicht geben. Wir müssen stark sein, wir müssen tapfer sein und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden, auf das wir eins werden. Weist sie nicht ab. Wenn ihr sie abweist, ist es auch nicht weiter schlimm. Das vereinfacht uns die Arbeit. So, dann schauen wir mal, wo er lang geht und ob er... Ohohoho. Der geht ja direkt in eine dunkle Gasse. Ich habe dann gerade leider eine Wache hinter mir, aber ich glaube, jetzt sollten wir in einem Bereich sein, wo wir in Ruhe ihn verprügeln können. Er gibt mir einen, ich gebe ihm einen. Er gibt mir einen, ich gebe ihm einen. Ich halte ihn fest. Nein, doch nicht. Jetzt aber. Dann erzähl mal, was du weißt. Ihr sprecht von Frieden, aber es sind nur leere Worte. Nein, ich sage die Wahrheit. Warum behauptet ihr etwas anderes? Ihr seid ein Templer. Das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger. Wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen. Meine doofe Frage, die mir gerade in den Sinn kommt. Ich weiß, sie ist höchstwahrscheinlich grenzdebil für die Leute, die die Antwort wissen. Aber es ist etwas, was ich mir vorher als Frage noch nie gestellt habe und worauf ich doch ganz gerne eine Antwort hätte. Und zwar, wir wissen, die Christen oder im Allgemeinen, sage ich jetzt mal, wir lassen uns ja verscharren. Also wenn wir sterben, geht's auf den Friedhof und dort in eine Kiste und 3 Meter tief vergraben. Oder mittlerweile einäschern. Ja, gab es damals, denke ich mal, nicht so oft. Da zählte das ja eher mit zu verbrennen. Das heißt, eher bei Hexen oder Ähnlichem wurde das getan. Weiß ich nicht, wie es aussieht. Aber wie sieht das bei Moslems aus? Da habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht. Wie sieht das bei Moslems aus? Lassen die sich genauso beerdigen oder läuft das bei denen anders ab? Ich meine, wir haben ja die Beerdigung als solches. Klar haben die Moslems auch, aber ich denke mal, da werden ganz andere Rituale oder so ausgeführt als bei uns Christen. Auch wenn ich mich nicht selber als Christ zählen darf, weil ich bin nicht getauft, dementsprechend bin ich auch nichts. Ich bin orthodox. Ja, aber Christen als solches, es gibt ja die Beerdigung und auf der Beerdigung gibt es ja die Möglichkeit, noch was über den Verstorbenen zu sagen und dann gibt es ja noch die Todeswache zum Beispiel vorher. Ist eine Möglichkeit, die wir haben, die aber heutzutage so gut wie gar nicht mehr genutzt wird. Und dann gibt es natürlich noch dieses Abschiedsessen, sage ich mal, wo alle dann noch essen gehen. Und wir haben eine Informantenherausforderung, Bogenschützen ausschalten. Ich sage, es ist eine grenzdebile Frage wahrscheinlich für die, die es wissen. Ich weiß es leider nicht. Es würde mich aber doch sehr interessieren, ob es bei den Moslems etwas Ähnliches gibt oder wie es da abläuft. Sagen wir es mal eher so. Tag, weg mit dir. Darf ich aber nicht machen, während Wachen in der Nähe sind, sonst kriege ich Ärger. Alter, hier, mein Freund. Ihr müsst mir helfen. Malik befahl mir, einige Bogenschützen in der Umgebung zu töten, damit unsere Brüder sich gefahrlos bewegen können. Normalerweise wäre das kein Problem, aber das Begräbnis hat alles verändert. Die Stadtwache setzt ihre besten Männer ein, um für Ruhe zu sorgen. Und mit denen kann ich mich einfach nicht messen. Ich möchte euch um 2 Gefallen bitten. Zuerst tötet die Bogenschützen. Zweitens erzählt Malik nichts davon. Im Gegenzug sehe ich, was ich über Roberts Pläne erfahren kann. Okay. Wir haben die Aufgabe der Aufgaben gekriegt. Die Flagge da zu sammeln. Nein. Die Bogenschützen auszuschalten. Ohne dabei entdeckt zu werden. Ihr wisst, wie schwer mir diese Aufgabe fällt. Besonders dann, wenn er in meine Richtung guckt.
Ne, ich hab damit echt meine Probleme. Ich stehe aber auch dazu, dass mir das nicht leicht fällt. Das ist perfekt. Sehr schön. Nummer 1 ist weg. Nummer 2 und 3 sind irgendwo in diese Richtung. Und ich sage euch, beim dritten wird's wieder verkackt. Weil es eben gerade im Chat kommt, Orthodox, das ist auch ein Teil des Christentums, oder? Also ich bin zum Religionsunterricht gegangen, so lange wie ich musste, bis ich selber abwählen durfte. Das heißt, ich kenne auch so ein bisschen was davon. Viel behält man ja darüber nicht. Also ich persönlich habe nicht so viel davon behalten. Aber ich glaube nicht an Gott. Ich glaube auch nicht an die Hölle. Auch wenn wir alle da irgendwann landen werden. Höchstwahrscheinlich, also ich definitiv. Scheiße, scheiße, scheiße. Wer entdeckt mich denn hier? Entdeckt er mich da unten von hier aus? Nee, oder? Oh, das ist doch kacke. Das ist doch wieder Kuhmist. Und wo ist der da oben war? Da ist er. Oh, das ist... Wir fangen mit ihm hier an, glaube ich. Würde ich mal so sagen, dass das sinnvoll wäre. Gut, jetzt ist er mir markiert. Das macht es mir vielleicht etwas einfacher, mich anzuschauen. Wobei, der hat rund... Ne, der steht weiter unten. Die anderen beiden stehen weiter unten. Das heißt, wenn wir ihn ausgeschaltet bekommen, ohne dass er was sie er uns sieht, dürfte das sogar hinhauen. So, jetzt die Frage. Drehst du hier um? Ja, er dreht hier wieder um. Und jetzt müsste ich mich doch eigentlich anschleichen können, ohne dass er mich sieht, oder? Perfekt. Das war Nummer 2. Kann das sein, dass Nummer 3 hier drin ist? Atheist. Okay, ich bin Atheist. Sorry, ja, okay. Ja, Wörter durcheinander bringen, das kann ich gut. Wo ist denn der? Ich sehe den Bogenschützen da unten nicht. Ach, da. Oh, verdammt. Habt ihr jetzt gesehen, wie schnell der sich wieder umgedreht hat? Okay, wenn er aber in die Richtung die ganze Zeit guckt, dann dürften wir uns eigentlich anschleichen können von hier aus. Jetzt gerade nicht. Wir warten, bis er einmal hingeht und wieder zurückgeht. Dann guckt er ja weg von uns. Und dann können wir den erledigen und dann haben wir nur noch einen. Das klingt doch nach einem Plan. Es gibt nur geringe Unterschiede zwischen dem Christentum und dem muslimischen Tum, soweit ich weiß. Besonders, da es eher an sich selbst Religion ist, nur leicht anders interpretiert. Im Endeffekt kann man sowieso sagen, alle Religionen sind gleich, weil alle Religionen glauben an Gott. Er wird nur anders genannt. Also, wenn es darum geht, dann ist das alles Schwachsinn. Dann sind auch die ganzen Kriege und so Schwachsinn. Da geht es dann nur darum, wer hat recht. Und im Endeffekt, keiner hat recht. Oder alle haben recht. Man weiß es nicht. So, der da unten, der wird jetzt eklig. Da würde ich fast sagen, von der Leiter hochklettern. Und das dann im richtigen Moment. Spring mal hier runter. Was? Oh, er hat mich gesehen oder was beim Springen. Oh, die Kampfgurke. Mmh. Oh, das wird wieder lustig werden. Ja, toll. Da habe ich mich extra angestrengt und zwar richtig angestrengt, damit nichts schief geht. Und was ist? Natürlich, der letzte. Ich wusste sowas schon, dass der letzte wieder pissig wird. Und eklig und scheiße. Und nervig. Und okay. Ich würde sogar sagen, dass wir den relativ zeitig machen. Ja, ich trete jetzt zurück. Und zwar in deine Eier. Warum bin ich in... Ich wollte gerade sagen, so lange kann ich doch gar nicht auf gesehen sein. So. Wir sollen wieder die Bogenschützen ausschalten. Nein, welch Wunder. Wobei, der da oben, der ist einfach perfekt zum Anfang. Der ist nah dran. Und wenn der fehlschlägt, ist es nicht weiter schlimm. Weil damit komme ich... What the fuck? What the fuck? Danke. So, nicht zu hoch. Wir müssen warten, bis er einmal geht und wieder zurückgeht. Dann kann ich hinterher schleichen und ihn erledigen. Das wissen wir jetzt schon. Wie, was für eine Verzögerung? Was meinst du? So, jetzt schnell ran und... Das war der erste Streich. Doch der zweite folgte sogleich. Zumindest dann, wenn er die Leiter erwischte. Danke.
So, der hier oben war auch PP-Fax. Der war echt. Die sind eigentlich ziemlich simpel, wenn man die Bewegungsmuster kennt. Bei dir genauso darauf warten, dass du wieder zurückgehst und dann können wir dich erledigen. Mehr ist es nicht. Sehr schön. Und natürlich außerhalb des Sichtfeldes bleiben. So, er geht wieder zurück. Wir können uns anschleichen und er ist auch erledigt. Okay, ich gehe jetzt doch die alte Reihenfolge, weil die... Oh, da ist eine Flagge. Ich stand die ganze Zeit neben einer Flagge. Lol. Habe ich nicht gesehen gehabt. So, kommen wir jetzt zu einem guten Zeitpunkt zu dir? Ich glaube schon, oder? Na, es dauert noch einen kleinen Moment, bis er weggeht und wiederkommt, aber dürfte nicht so lange dauern. Ja, anscheinend haben die Chat-Server seit dem Hitbox wieder ein Problem. So, schnell ran und erledigt. Ja, dass es anfängt zu piepen, das ist irgendwie das, was mich immer so ein bisschen... Oh, oh. Ne, von hier aus ist ganz dumme Idee, an ihn ranzugehen. Also ich muss irgendwie runter. Da gehen wir am besten hier über... Gehen wir an der Leiter vorbei, ja. Gehen wir hier runter. Das dürfte ja auch nicht so auffällig sein. Ja, oder auch nicht. Hallo, darf ich vielleicht hier runter... Danke. Gott erbarme dich, er ist verrückt. Ja, der ist definitiv verrückt. So, und hier gehen wir wieder hoch und jetzt gucke ich auf den Moment. Jetzt muss der Moment, der muss jetzt stimmen. Jetzt zum Beispiel stehst du scheiße. Jetzt stehst du schon etwas besser, aber noch nicht gut genug. Jetzt wiederum stehst du... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, der hat mich nicht gesehen. Bleibst du jetzt so rumstehen? Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nice. Okay, wir haben alle Bogenschützen ausgeschaltet. Jetzt müssen wir nur noch ganz lieb und nett und freundlich wieder zurückgehen und abmelden. Dann haben wir es geschafft. Und am besten nicht schubsen lassen von Behinderten. Das sorgt immer für Probleme, weil wenn wir umfallen, dann sind wir ich bin euch auf ewig zu Dank verpflichtet. Malik hätte mir nie verziehen. Hier ist, was ich erfahren habe. Für einen Mann wie mich wäre ein direkter Angriff unmöglich. Es gibt zu viele Wachen. Stattdessen würde ich mich unter die Gelehrten mischen, die das Begräbnis sicher besuchen werden. Es ist nicht der direkteste Weg, aber vermutlich der sicherste. Okay, das klingt gar nicht schlecht. Während des Begräbnisses unter Gelehrten untertauchen, klingt sogar nach einer sehr, sehr guten Möglichkeit. Gut, dann auf zum letzten Aussichtspunkt, danach zum letzten Bürger, glaube ich, ist das sogar. Oder ne, müsste der vorletzte Bürger sein. Aber hier hinten muss noch eine Mission sein. Wir haben noch eine Mission nicht erledigt. Aber ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich jetzt im zweiten Anlauf diese Mission geschafft habe. Im ersten wäre natürlich schöner gewesen, aber im zweiten bin ich auch schon stolz. Ach, hier ist mal wieder eine Wache im Weg. Die werden wir umgehen. Ja, anscheinend hat der Chat-Server seit dem Hitbox Probleme. Der Hitbox. Deswegen einfach, denke ich mal, F5'en, bis es wieder geht. Oder den Chat auspoppen und dann F5'en, weil sonst baue ich ja mal wieder den Stream neu. Das wäre Schwachsinn. So, ihr seht, wie ich hochklettere. Es interessiert euch aber herzlich wenig. Zumindest schießt ihr noch nicht auf... der ist aber schon im Anschlag. Ich wusste. Ja, jetzt bin ich natürlich gefunden, weil er auf mich geschossen. Ach, das war der Adler. Ja, wieder daneben. Sehr schön. Ja, das ist natürlich sehr gut, wenn du vor ihm springst. Aber dich kriegen wir definitiv erledigt, ohne Probleme. So, wo ist der Aussichtspunkt? Da. Der letzte Aussichtspunkt. Wir nähern uns dem Finale. Wir nähern uns dem Finale. Buddhismus glaubt an keinen Gott. Der Buddhismus handelt die Lebensgeschichte vom sogenannten Buddha. Buddha wird aber verehrt, als wäre er Gott. Beziehungsweise er hatte ja ziemlich viele Fähigkeiten, die ihn mehr oder weniger gottgleich gemacht haben. So würde ich das mal erklären. Hier ist eine Belauschen-Quest. Das wird interessant werden, weil das hier direkt in der Festung hier drin ist. Zumindest habe ich so Buddha bisher verstanden, also den Buddhismus so verstanden. Wenn ich damit falsch liege, dann gerne aufklären. Gerne aufklären. So, F und E. Hast du sie gesehen? Nein, aber ich habe die Gerüchte gehört. Ist es wahr? Sind wirklich Kreuzritter in Jerusalem? So ist es. Und?
Sie unterscheiden sich von den anderen, sind fein gewandet und tragen kostbare Gaben. Wir sollten sie von dieser Bürde befreien. Sie lagern bei Davids Zitadelle, in der Nähe des Friedhofs. Wegen des Begräbnisses? So scheint es. Dann besuchen wir ihr Lager, wenn sie dem Toten die Ehre erweisen. Gott, hatte der eine komische Sprechanimation, weil dem sein Mund hat sich immer komisch runtergezogen, beziehungsweise dem seine Bank. Das Prinzip des Luftattentats ist relativ simpel. Man hockt sich hin, über einen Gegner und drückt dann angreifen. Dann macht er das Luftattentat. Funktioniert aber in dem Teil nicht, oder ich bin einfach zu doof dafür. Aber ich kann auch dazu stehen, wenn ich zu doof dafür bin, weil offensichtlicherweise bin ich zu doof dafür, weil ich es nicht hinkriege. So, ich bin hier schon wieder sehr interessant für die Wachen. Naja, oh, was denn? Ich laufe hier rum, voll chillig. Ich mach gar nichts. Jetzt habe ich was gemacht, jetzt dürft ihr rumbeiden. Hey, hallo, Smolala. Oi, Mann, chickadum, chickadum, dudum. Hat er da jetzt gerade einen Wandlauf versucht? Ja. 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 Ich bin ihm gerade sogar gewillt, die zu erledigen, wenn es wirklich nur die beiden sind, aber... Gleichzeitig kann ich mal nach Flaggen gucken. Aber ich sehe keine. Ja, es werden immer mehr, es werden immer mehr. What the fuck, ist eine ganze Armee hinter mir her. Es ist eine ganze verdammte Armee hinter mir her. Geh mal bitte beiseite, ich brauch Platz, brauch Platz, brauch Platz. Wir müssen uns leider Gottes unserem ursprünglichen Ziel...